Als nächsten Vortrag haben wir Herrn Dr. Mohrhardt. Ich übergebe schon mal das Mikrofon. Er ist Forstwissenschaftler, hat in Deutschland und Finnland studiert. Okay, hier sieht man schon mal das Thema. Hat in kleinen Forstbetrieben gearbeitet und ist seit 2007 an der Uni Freiburg. Hauptthema Agroforst. Ich würde sagen, es geht los. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist toll, der erste Vortrag seit über einem Jahr mit echten Menschen. Wirklich was Tolles, man schätzt sowas, sonst gar nicht ausreichend. Ja, ich bin jetzt hier so ein bisschen mit einem ganz anderen Thema bei uns in Freiburg. Wir machen das Agroforst-Thema jetzt eben auch schon so ein paar Jahren, wobei ich auch schon von meiner Hofmann Pappeln gepflanzt habe vor 14 Jahren. Aber bei uns geht es eigentlich meistens um Wertholzsysteme. Das bedeutet, wir lassen Bäume älter werden und wir versuchen sie so zu pflegen, zu managen, dass sie wertvolles Holz produzieren. Und weil wir da schon ein bisschen was dazu gemacht haben, zusammen mit den Kollegen, die hier genannt sind, Bunreck, Ziegel, Seifert, Spieker, Kahle und Shepard, wurde ich angeregt, auch da mal ein bisschen drüber zu berichten. Und genau das ist der Ziel meines Vortrags. Genau, ich wollte kurz ein bisschen Allgemeines zur Ästung von Bäumen sagen, dann eine Untersuchung vorstellen, die wir zur Überwallung von Ästungsmaßnahmen gemacht haben. Ein bisschen bockig ist es schon. Genau, dann Vergleich von Ästungsvarianten, ein bisschen darauf eingehen und dann noch was wir jetzt zur Schattenmodellierung gemacht haben, weil das natürlich auch auf die Beschattungswirkung von Bäumen einen großen Einfluss hat, wenn wir im unteren Bereich Äste entfernen. Also Allgemeines zur Ästung. Eine Ästung, Ästungsmaßnahmen haben verschiedene Vorteile. Hier rechts im Bild sehen Sie einen Bergahorn, den wir geästet haben. Wenn wir solche Ästungsmaßnahmen machen, haben wir natürlich als erstes mal ein größeres Volumen an wertvollem Holz durch diesen längeren astfreien Schaft, den wir damit produzieren können. Wir lassen die Bäume dick werden und das ist natürlich für die spätere Vermarktung sehr wichtig. Wir haben eine deutlich reduzierte Behinderung der maschinellen Feldbearbeitung. Wir können mit den Maschinen deutlich näher an die später hoffentlich mal sehr großen Bäume ranfahren, wenn wir den Kronenansatz dementsprechend nach oben bewegen. Wir haben eine verbesserte Form, hier ein Bild, wir haben hier einen Formschnitt gemacht, das war ein Zwiesel, also auch im Rahmen von dieser Ästungsmaßnahme können wir natürlich auch so ästen, dass es nicht nur um Wertholz geht im eigentlichen Sinne für die Überwallung, sondern eben auch noch so einen Formschnitt einfließen lassen, damit er später schön geradschaftig auch weiter wächst. Und als letztes natürlich, also nach Umfragen unter Nutzern und Landwirten, ist die Ästhetik deutlich erhöht, wenn Bäume geästet und gepflegt werden. Gut, aber das ist nicht unser Hauptbeweggrund. Na? Ja, wie können wir so eine Ästung machen? Hier sehen Sie also eine Teleskopschere. Sowas können wir einsetzen, wenn wir höher hinaus wollen. Hier stehe ich auf so einer Distelleiter, die kann man einfach fast baumparallel, stammparallel an den Baum lehnen. Die haben unten Zacken dran, damit sticht man sie quasi im Boden ein, dass die nicht sich wegbewegen können. Und die werden im oberen Bereich mit so einem kleinen Spanngurt um den Baum festgemacht. Und ich selber bin jetzt hier auch mit einem Klettergurt und einem Gurt um den Baum gesichert und dann kann ich bis auf, 5, 10 Meter hochklettern, quasi oder hochsteigen, muss man sagen, um Bäume zu ästen. Wie schaut sowas aus? Hier haben wir jetzt mal also den letzten Ästungsvorgang einer vorgreifenden Ästung dargestellt. Was das genau ist, eine vorgreifende Ästung, zeige ich Ihnen dann gleich noch. Ja, ein bisschen langsam, aber hier sehen Sie mich oben auf der Leiter rumturnen. Nach den UVV jetzt nicht ganz, also sollte man vielleicht nicht so drauf rumturnen, aber theoretisch, Grundidee sollte rüberkommen, immer aufpassen und Helm und sowas, aber gut. Also das untere Element sind 4 Meter, dann nochmal 2 Meter und ich bin jetzt auch über 1,50, also da kommt man gut bis auf 8 Meter hoch von der Ästungshöhe. Und das war jetzt mal, wir sind an der Uni, wir dürfen auch Extreme ausprobieren, also eher so eine extreme Ästungsvariante. Sie sehen, wir haben sehr intensiv eingegriffen und sehr viele Äste auf einmal entfernt, um die Reaktion von dem Baum dann zu untersuchen.
Also, das mal so als ein kleiner Durchgalopp durch verschiedene Ästungen. Die Ästung, hatte ich vorhin angesprochen, wird auch aus ökonomischen Gründen sehr interessant. Hier mal ein Beispiel, jetzt, ich komme aus Baden-Württemberg, also habe ich die Baden-Württemberger Preise jetzt von 2017. Auf der X-Achse sehen Sie die verschiedenen Durchmesserklassen. Also Durchmesserklasse 4 bedeutet eben ein Brusthöhendurchmesser, ein Durchmesser des Baumes auf 1,30 Meter über dem Boden von 40 bis 49 Zentimeter, also ein schöner dicker Baum. Und hier rechts sind die verschiedenen Baumarten in verschiedenen Farben gezeigt und auf der Y-Achse sehen Sie die Preise in Euro pro Festmeter. Und was kann man da als erstes mal beobachten? Viele Linien übereinander, also wir haben eine rechte Spreitung von den Preisen für verschiedene Arten. Was können wir noch beobachten? Von links nach rechts nehmen die Preise zu, also je dicker die Bäume werden, desto mehr Geld kriegen sie. Es macht also besonders viel Spaß, wenn Sie hier im rechten Bereich Bäume haben und die dann verkaufen. Also große Durchmesser sollten wir anpeilen, wenn wir Richtung Wertholz gehen. Und für jede Baumart von durchgezogener Linie über gestrichelte bis zur gepunkteten Linie sind drei Qualitätsstufen. A ist die höchste, also Richtung Furnierqualität. Und man sieht schön, die Furnierqualitäten, die durchgezogenen Linien, die sind deutlich über allen Bäumen. Die fangen aber auch erst mit einem gewissen Mindestdurchmesser hier von über 30 cm an und steigen aber steil an. Also Quintessenz dieser Grafik sollte sein, wenn wir wertvolles Holz produzieren wollen mit diesen Edellaubbaumarten, müssen wir gewisse Mindestdurchmesser auch anpeilen. Gut, das war jetzt nur so ein Nebenaspekt zu der eigentlichen Ästung, aber ökonomisch eben kann das interessant sein. Gut, was haben wir da an Überwallungen untersucht? Als erstes ein paar grundlegende Sachen. Bei einer Ästung unterscheiden wir, wenn wir Bäume oder Äste absägen, ohne Astkragen. Dieser Astkragen ist dieser Knubbel hier am Astansatz. Wenn wir nicht, also keinen Astkragen haben, hier im linken Bild, können wir den Ästungsschnitt hier ansetzen. Wir dürfen aber nicht direkt den Ästungsschnitt machen. Wir machen meistens erst einen Entlastungsschnitt, weil wenn Sie sich einen langen Ast vorstellen und dann von oben anfangen runter zu sägen, dann passiert genau das, was ich mal hier gemacht habe. Das Gewicht des Astes klappt den Ast ab und er reißt mit dem Gewicht die Rinde ein. Und genau das sollte man vermeiden. Deswegen macht man einen kurzen Entlastungsschnitt von unten und dann von oben durch. Und den finalen Schnitt, da schneiden wir einfach noch den Stummel ab. Und wenn wir einen Astkragen haben, dann machen wir das hier, der grüne A, einfach praktisch am Ende von diesem Astkragen. Okay, hier rechts noch Fehler, kein Entlastungsschnitt. Hier ausgefranster, kein sauberer Schnitt. Hier viel zu spät, der Ast war etwa 7 cm dick, das dauert ewig, bis der überwallt wird, da geht die Fäule rein. Geht nicht. Weißer Pfeil hier bedeutet gut, ordentlich abgeschnitten, Durchmesser geht noch. Oder roter Pfeil ist ein bisschen verrutscht, roter Pfeil schlecht, Aststummel gelassen, überwallt ganz schlecht. Und genau das haben wir uns jetzt mal angeschaut und haben dazu die Überwallung an Ästen untersucht. Hier mal ein so ein Beispiel, da sehen Sie, dieser Ast ist ganz gerad hier vorne, das bedeutet, er wurde mal abgesägt, also künstlich geästet, sagen wir, und in der Folge ist aber hier, das was Sie so weiß sehen, die Fäule in das Zentrum von dem Baum gekommen und so ein Baum wird natürlich nie Wertholz werden, deswegen wollen wir das vermeiden, haben das untersucht, indem wir überwallte, also vernarbte Äste aufgesägt haben, also wir haben immer diese Stückchen rausgesägt, haben den Astansatzwinkel gemessen, haben den Durchmesser von dem Ast gemessen, haben gemessen, wie lang dieser Stummel hier ist, haben gemessen oder gezählt, besser gesagt, die Jahrringe einfach gemessen und gezählt, wann geästet wurde und wann das erste Jahr den Ast überwallt hatte. Was kam dabei raus? Also als erstes, hier sehen Sie auf der X-Achse den Astdurchmesser, Branch Diameter, von 1 bis 4 cm und hier Occlusion Time bedeutet die Zeit der Überwallung in Jahren. Also wie lange hat es gedauert, diese Äste zu überwallen? Wir haben immer unterschieden
für grau, das ist gut, da ist quasi keine Fäule in diesen inneren Stamm reingekommen, und rot, das ist quasi Level 2 Decay, also da ist quasi Fäule in den Stamm reingekommen, das wollen wir vermeiden. Und man sieht sehr schön als erstes schon mal, ab etwa 3 cm hatten wir diese Fäule, und da hat es auch ab 4 bis 5 bis 6 Jahre gedauert, bis der wirklich komplett über Wald war. Wir haben das dann auch nochmal aufgeteilt, so, weil das natürlich nicht nur von dem Astdurchmesser abhängt, sondern natürlich auch von der Geschwindigkeit, wie so ein Ast wächst, so ein Baum wächst. Ein Baum, der insgesamt sehr langsam wächst, braucht natürlich länger, um so eine kleine Wunde zu überwallen, als ein Baum, der sehr schnell wächst. Und hier sehen Sie das, also wenn wir eine sehr schnelle Überwallung haben und dann nach rechts gehen, dauert natürlich tendenziell die Überwallungsdauer auch etwas kürzer oder es geht etwas schneller. Und was auch sich bestätigt hat, also wenn wir hier Branch Stub Length, heißt einfach diese Aststummellänge, wenn wir jetzt absägen und da diese Stummel lassen, dann braucht der Baum deutlich länger, um diesen Stummel zu überwallen, was auch einleuchtend ist, weil er natürlich quasi erst nach außen wachsen muss. Und das sehen wir hier rechts oben. Jetzt insgesamt als Take-Home-Message, vielleicht hier rechts unten im Eck das Bild, der Astansatzdurchmesser, also rot wollen wir nicht, hellrot können wir noch akzeptieren. Und dieser Schwellwert, den wir hier bei der Wildkirsche rausgefunden haben, war in etwa 2,5 cm. Das bedeutet, wenn wir Äste, die dicker als 2,5 cm sind, absägen, ist die Gefahr groß, dass wir Fäule-Eintritt bis ins Stamminnere haben. Genau deswegen empfehlen wir eben 2 cm plus, also zwischen 2 und 3 cm, und nicht viel dicker werden lassen die Äste. Gut, dann Vergleich von Astungsvarianten. Auch das wollte ich noch kurz zeigen. Wir haben ja einen Ausgangsbaum. Man kann prinzipiell 2 Ästungsvarianten unterscheiden. Einmal den Ansatz, dass wir sogenannte klassische oder quirlweise Ästung machen. Bei einer klassischen oder quirlweisen Ästung werden alle Äste von unten bis zu einer gewissen Höhe entfernt. Wir lassen keinen Ast stehen. Die andere Variante ist die sogenannte vorgreifende oder selektive Ästung, wo wir nach bestimmten Kriterien Äste auswählen, die jetzt hier blau oder rot gezeigt sind, und diese entnehmen. Warum machen wir das? Das geht darum, A, dass wir einzelne Äste noch da lassen, dass der Baum noch einen Schaftschutz hat, zum Beispiel gegen Sonne. Und wir nehmen aber auch zum Teil weit oben, hier oben, zum Beispiel diesen blauen Ast raus, weil er eben schon eine gewisse Dicke hat, weil er eben schon 3 cm ist, und in einem solchen System hier würde der halt noch fleißig weiter wachsen, oder weil er besonders steil ist. Steil, also quasi in der Vertikalen, steil nach oben gerichtet. Diese Äste, die sehr steil wachsen, haben die Tendenz, schneller im Durchmesser zu wachsen, weil die direkt ins Licht wachsen, als Äste, die eher horizontal wachsen. Aus diesem Grund entnehmen wir die. Das haben wir dann mal in einem Versuch untersucht. Wir hatten hier verschiedene Ästungsvarianten. A waren ungeästete Bäume, die Kontrollvariante, dann die Variante B, da haben wir eben so selektiv geästet, alle Äste, die dicker als 3 cm waren oder einen Winkel steiler als 40 Grad hatten. In die Variante C war noch intensiver, da haben wir sogar alle Äste entnommen, die einen Durchmesser über 2 cm hatten, bei gleichem Winkel. Variante D, die 5 obersten Quirle verbleiben. Variante 3, E waren die 3 obersten Quirle verbleiben. Das bedeutet, es wurden alle Äste entfernt, hier bei Variante E, und nur die 3 obersten Quirle wurden übrig gelassen. Und die Kollegen haben das dann untersucht, hier Kollegen Springmann, und hier jetzt die Ergebnisse, als erstes mal das Höhenwachstum nach dem Jahr der Ästung. Da sehen wir schön,
Grau ist quasi die Referenzlinie. Und interessanterweise sind die vier Varianten, die Sie hier sehen, sind sogar in der Höhe ein bisschen mehr gewachsen. Nicht signifikant, aber doch etwas mehr. Also es bedeutet, die Ästung hat sich auf das Höhenwachstum der Bäume nicht ausgewirkt. Was aber zu erwarten war und auch passiert ist, hier unten beim Durchmesser, dem Durchmesserwachstum der Bäume, da hatte es einen erheblichen Effekt. Erneut ist die Kontrollvariante die 100%-Linie und Sie sehen deutlich, wie alle da abfallen. Die gepunktete Linie ist die E-Variante, die fällt am stärksten ab und gefolgt hier von der C-Variante, also die zwei intensiven Varianten von der klassischen und der vorgreifenden Ästung hatten den höchsten Effekt. Gut, ich muss mich etwas sputen, wieder zu viel geredet. Gut, und was haben wir dabei noch rausgefunden? Es hatte also nicht nur einen Einfluss deutlich auf das Dickenwachstum, sondern auch auf die Bildung von sogenannten Wasserreisern. Das sind diese kleinen Äste, die Sie am Stamm oft sehen. Und da, jetzt in aller Kürze, hat sich herausgestellt, wenn Sie diese vorgreifende Ästung machen, egal in welcher Variante, wo Sie noch ein paar Äste am Stamm übrig lassen, dadurch können Sie die Zahl der lebenden Wasserreiser deutlich signifikant reduzieren. Also bei den Systemen, wo Sie alle Äste bis zu einer fixen Höhe wegmachen und der Stamm plötzlich blank im Licht ist, da haben Sie viel mehr Wasserreiser, als wenn Sie eine sogenannte vorgreifende Ästung machen. Gut, das ist jetzt noch kurz die Zusammenfassung. Verglichen diese klassische Ästungsmethode zu der vorgreifenden Ästungsmethode. Klassisch, das ist sehr schnell, das können Sie effizient umsetzen, es ist einfach zu erklären, auch für jegliche Mitarbeiter im Team, aber Sie haben natürlich mehr Wasserreiser, Tendenz auch, dass mehr Sonnenbrand entsteht, da haben wir auch Untersuchungen dazu gemacht und ein geringeres Dickenwachstum. Und die vorgreifende Ästung ist quasi immer das Gegenteil von der quirlweißen rechts daneben. Gut, jetzt noch ganz kurz zur Schattenmodellierung. Auch sowas machen wir am Lehrstuhl. Wir arbeiten sehr viel mit terrestrischen Laserscannern. Das sind Geräte, mit denen können Sie die Umgebung dreidimensional erfassen. Wir haben hier vier gescannte Bäume als dreidimensionales Modell am Computer und können dann mit denen alles am Computer machen, was wir wollen. In dem Fall haben wir die einfach auch mal am Computer geästet, also nicht in echt, die wachsen noch schön, sondern hier einfach mal diese Ästungsvarianten, die ich Ihnen vorher vorgestellt habe, am Computer gemacht, um dann den Schattenwurf zu simulieren. Da haben wir ein paar Modelle dazu geschrieben und da sehen Sie jetzt für einen Baum, das war der T1, Tree Number 1, also der Baum 1, ungeästet und dann in diesen verschiedenen Ästungsvarianten. Und weil ich etwas schnell machen muss, nur kurz hier, also die Reduktion der Tages-Sonnenbestrahlung, also je höher der Wert ist, desto schlechter und dann sehen Sie sehr schön natürlich bei einem ungeästeten Baum hier, haben Sie den höchsten Wert und durch Ästung können Sie natürlich ganz toll das Licht managen auf Ihrer Fläche. Das ist das Wichtigste, was man hier sieht, also wir können durch eine Ästung sehr gut auch in Agroforstsystemen eben eingreifen, weil das ist ja eins der großen Beweggründe, warum viele keine Agroforstsysteme anlegen, weil sie Angst vor diesem Schattenwurf haben. Und das sieht man sehr schön, also durch gezieltes Management kann man das sehr schön beeinflussen. Gut, jetzt hier mal ungeästet und geästet, aber auch ein bisschen künstlich. Gut, vielen Dank. So, das mit den Fragen geht ja schnell. 1, 2, 3. 3. Okay, gut. 2 kurze, knappe Fragen haben Sie auch gleich beantwortet. Die erste ist, welche Erfahrungen haben Sie mit Hitze- und Frostschäden nach der Aufastung bei diesen langen Strecken am Baum? Und die zweite, wenn Sie Restäste stehen lassen unten zur besseren Vorbeugung von Wasserreisern, haben Sie da nicht ein Problem, dass Sie einen viel zu hohen Durchmesser kriegen, wenn Sie die dann doch entfernen?
Also jetzt als erstes zu diesen Sonnenbrandschäden, da habe ich ein paar Folien rausgenommen. Wir haben in der Tat gerade bei der Kirche immer wieder Probleme mit Sonnenbrand. Und das ist auch ein Thema, denke ich, in Agroforstsystemen. Die Kirche hat eine sehr dunkle Rinde, sehr dünne Borke, also andere Baumarten sind da sicher besser aufgestellt. Wir haben dann in einer Studie, die konnte ich leider zeitlich jetzt nicht vorstellen, haben wir auch deswegen mal die Temperatur gemessen. In Südwestrichtung, da wo es am heißesten wird, und in Nordostrichtung an Kirschen. Und haben Temperaturen bis zu knapp 50 Grad festgestellt. Also die werden wirklich richtig heiß. Und ja, wir haben Sonnenbrand, das gibt's. Auch deswegen ist eben diese vorgreifende Erstung durchaus interessant. Wenn wir jetzt diese Wasserreiser auch noch absägen, das müssen wir, wenn Sie Qualitätsholz produzieren wollen, müssen Sie einen astfreien Schaft produzieren. Also da kommt man nicht drum rum. Also das ist so ein Trade-off. Also wir empfehlen diese vorgreifende Ästung, aber man muss hinterherbleiben. Auch diese Erfahrung haben wir gemacht. Wenn Sie einzelne Äste lassen im unteren Bereich, wachsen die sehr schnell im Durchmesser zu. Also da muss man wirklich drauf aufpassen. Das mussten wir lernen, jeder, der es macht, auch wir lernen die ganze Zeit. Und also da muss man wirklich ein Auge drauf haben, im nächsten Jahr unbedingt an den Bäumen wieder vorbei und schauen, sind die jetzt dick, weil die explodieren. Aber wenn wir eben tolles Holz produzieren wollen, Wertholz, müssen wir alle Äste entfernen, inklusive Wasserreiser. Das ist so, das geht nicht ohne. Ja, ich habe noch eine kleine Ergänzung. Ich habe gerade überlegt, für uns in Norddeutschland ist die Sache mit dem Wind ja noch wichtig und da könnte ich mir vorstellen, dass diese vorgreifende Äftung auch gut gegen Windwurfgefahr ist, wenn es oben schon ein bisschen lichter ist oder so. Und die Durchblasung, die beim Windschutz wichtig ist, ist da auch besser, weil es auch besser, wenn es ein bisschen durchlässig ist, als wenn es ganz undurchlässig ist. Also das Thema, will ich nur sagen, könnte auch das könnte noch sein, ja. Wobei, wenn Sie bei sehr großen Bäumen weit oben in die Krone eingreifen, ist es vom Arbeitsaufwand natürlich, also das darf man jetzt nicht unterschätzen. Also wenn ich da auf der Leiter rumtouren, das kostet Zeit. Also Sie schleppen die Leiter hin, Sie machen das fest, Sie klettern da rauf. Und wenn Sie eben diese vorgreifende Ästung haben, haben Sie in Jahr 1, lassen Sie ein paar Äste und in Jahr 2 oder 3 kommen Sie zum Beispiel wieder. Und dann nervt Sie jeder Ast, den Sie gelassen haben, wenn Sie die Leiter anstellen wollen. Also das darf man jetzt nicht schönreden. Also eine vorgreifende Astung ist komplexer als eine klassische. Bei den klassischen, da lege ich die Leiter ja hin, wo ich will, weil ja alles weggeputzt ist. Also das muss man schon auch so sehen. Deswegen habe ich gesagt, also es ist deutlich einfacher, klassisch zu ästen. Genau, dann haben wir da noch Michael Gräub, ich spreche jetzt als Leiter der Obstbaum-Schnittschule. Ich habe zwei Fachfragen. Wenn ihr oben die Zwillen rausnehmt, achtet ihr da auf ein spezielles Wundverhältnis, 100-30%, oder werden die einfach radikal weggeschnitten? Das ist die erste Frage. Also wir achten da, wir nehmen den stärkeren Trieb, der schön möglichst gerad ist, der darf stehen bleiben. Okay, weil wir würden dann immer auf das Wundverhältnis achten, weil ich einfach Angst habe, dass dann sozusagen kein Astring ausgebildet ist und ich dann darüber wieder den Pilz in Baum bekomme. Andererseits habt ihr relativ kleine Durchmesser, habe ich ja rausgehört, das ist die nächste Frage, weil die Problematik ja besteht, zum Beispiel bei der Walnuss, wenn ich zu schnell äste und wenn ich schon die 3 cm Äste da wegnehme, dass sie mir zu schnell treibt und sie dann instabil wird. Das heißt, ich muss dann oben wieder steben. Also wie geht ihr damit um? Weil es ist ja nicht nur die Sache der Wunde, sondern auch die Sache des Austriebes. Das heißt, wenn der Austrieb zu stark wird im nächsten Jahr, was abhängig von der Ästung ist, habe ich ein Problem mit dem Frost und ich habe ein Problem, dass der Baum nicht mehr so schön gerade ist. Ja, also das stimmt beides. Also die Nuss, gut, da auch bei dem Vorredner, das mit den Nussbäumen wäre interessant gewesen, mit dem Frost, die ist sehr frostempfindlich, also das ist aber nochmal ein anderes Thema. Aber beim Wuchs, also wenn wir die ästen, dann kürzen wir auch manchmal die Äste ein, wenn das eine sehr stark wüchsige ist. Also hat schon einen stärkeren Durchmesser, aber wenn wir jetzt alle abschneiden würden, die eben schon einen Durchmesser von 2 oder 3 cm haben, das kann ein sehr starker Eingriff sein zum Teil. Und dann haben wir es schon so gemacht, dass wir von unten her halt kommen, entnehmen 3 Äste und 2 zusätzliche zum Beispiel, die kürzen wir einfach in der Länge ein bisschen ein und dann ist es gar kein Thema. Also dann hatten wir noch nie Probleme damit. Und die ziehen schön nach oben und im nächsten Jahr muss man die natürlich dann unbedingt entnehmen, diese Äste, die quasi angeschnippelt wurden.
Aber unser Ziel ist ja immer nur, also diese sogenannte astfreie Schaftlänge. Also wenn wir mal den Stamm bis auf 5 Meter astfrei haben, dann machen wir ja gar nichts mehr. Also der Baum ab diesem Zeitpunkt, der wächst vor sich hin und wird riesengroß. Also das ist quasi nur was für die Anfangsjahre, bis diese astfreie Schaftlänge erreicht ist. Und danach lassen wir die Bäume in Ruhe. Also auch dann dürfen sie ja machen, was sie wollen. Ja, das ist früher, wir haben immer Richtung 10 Meter versucht, aber wir haben herausgefunden, die meisten Bewirtschafter stehen nicht so drauf, auf Leitern rumzuturnen. Und deswegen 5 Meter ist sowas, manche machen sogar noch drunter, wo sie eben nur, ich war einmal auf einem Bild zu sehen mit so einer Teleskopschere oder Teleskopsäge, eben wo man es nur stehend vom Boden machen kann. Und da hört es auf, komfortabel zu werden bei so 3 Meter, muss ich sagen, weil es dann sehr lang ist oder 4 Meter vielleicht. Aber mit den Leitern ist halt sowas, das muss man mögen. Also das mag nicht jeder. Okay, wir haben hier noch eine Frage und dann haben wir noch eine Frage aus dem Online-Publikum. Vielen Dank für den Vortrag, Matthias Meyer, TU Dresden. Ich würde mich mal interessieren, wie viel Zentimeter vom Radius sind denn dann absolut astfrei, sozusagen das, was über Wald ist? Also wenn ich zum Beispiel Schälfurnier herstellen möchte, wie viel kann ich dann wirklich nutzen? Genau. Ein zweiter Teil der Frage, gibt es Erfahrungen mit irgendwie Kalkungen von Stämmen? Weil ich erinnere mich, in meiner Kindheit waren die Obstbäume eigentlich weiß, zumindest im Winter die Stämme. Gibt es da irgendwas dazu? Sehr gut. Also, das ist ganz wichtig, weil überall, wo praktisch noch Ast drin ist im Holz, also in diesem Kernholz, das können wir nicht für Furnier nehmen. Also das Holz quasi, das in diesem Kernbereich ist, bei einem Schälfurnier, das wird nicht für Furnier genommen, sondern nur das Holz, das dann in einem komplett astfreien Bereich außen drauf wird, also wenn der Baum dann dick wird. Also ab dem Zeitpunkt, wo alle Äste entfernt sind, nur ab da das gebildete Holz kann für Furnier verwendet werden. Und wir haben praktisch bis zu dem Durchmesser dann noch Äste drin, also 15 Zentimeter. Und wir peilen, das hatten Sie auf der einen Folie ja gesehen, 50, 60 Zentimeter dicke Bäume an. Also praktisch das ganze danach folgende Holz, das kann dann als Schälfurnier, die werden ja dann aufgespannt wie beim Drechsler und von außen runter geschält. Und innen drin, das sind dann diese Rollen, die gehen halt dann als energetische Verwertung weg. Zweite Frage, Kalkung. Sehr gut, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Also ich habe von einem Abt Konrad Eirinschmalz aus dem Mittelalter ein Buch gesehen, noch auf Latein geschrieben, Gott sei Dank übersetzt, weil mein Latein so ein bisschen eingerostet war. Und der empfiehlt schon, ich weiß nicht, 1430 alle Obstbäume in der freien Landschaft zu kalken, gegen Sonne und gegen Mäuse. Also das ist nichts Neues und es ist bekannt. Wir entdecken es nur immer wieder, wenn wir jetzt wieder mit Agroforst anfangen. Das macht schon Sinn. Also wir haben auch so Stammfarbe probiert, Arboflex, das im Stadtbereich sehr viel genommen wird, wobei ich da sagen muss, das ist ein bisschen teuer. Ja, es reduziert die Wasserreiseranzahl und reduziert die Temperatur. Also wir haben mit Arboflex auch eben Temperatursensoren angebracht und wir nehmen mit dieser Farbe diesen Peak, diesen Hitzepeak in der Sonne am Tag ein bisschen, um 4-5 Grad konnten wir die Temperatur senken durch die weiße Farbe. Okay, noch eine Frage. Ja. Wo messe ich den Astdurchmesser bei vorgreifender Ästung? Direkt am Stamm, mit oder ohne Rinde? Mit Rinde, direkt am Stamm. Okay, damit dürfte die Frage beantwortet sein. Gut. Gut, vielen Dank. Dankeschön. Und ein Geschenk. Dankeschön. So, jetzt.